fressen. Das mache ich doch. Schlägt ganz schön aus. Wird ein gesunder, kräftiger kleiner Zentaur. Nun ja, ich hab's gleich gewusst, als du gesagt hast, er soll in Athen geboren werden, weil sie dort toleranter sind. Fand, es war ein Zentaur. Ja, hast du ein Problem damit? Nein, Zentauren sind tapfer. Ich bewundere sie. Aber hier geht's nicht weiter seit der letzten Wehe. Los, du musst pressen. Ich sag doch, dass ich presse. Ja, ich seh's. Aber ich hol lieber Hilfe. Xena! Schau nach Effin. Was ist los? Sag's mir. Ich presse und presse und es tut sich nichts. Steißnagel, wir müssen schneiden. Was? Wenn sie es nicht gebären kann, werden sie beide sterben. Dann tu's, Xena. Rette mein Kind, bitte. Hol mir heißes Wasser, saubere Messer und so viele saubere Tücher, wie du finden kannst. Effini, schau mal ganz konzentriert auf diese Kerze. Ganz konzentriert. Ich möchte, dass du sie fixierst und dabei an Fantis denkst. Und daran, wie stolz er auf euer Kind sein wird. Schau in die Flamme, so fest, dass du sein Gesicht drin siehst. Und du fühlst überhaupt keine Schmerzen mehr. Wir sind ja alle bei dir und euer Kind wird gesund sein. Also bitte entspanne dich, ganz ruhig. Maramax kommt gleich mit den anderen Sachen. Was tust du noch hier? Und warum sind die Metoa alle noch hier? Sie gehen nicht ohne Maramax und ich... Ich gehe nicht ohne dich. Und Galen? Er ist viel zu verstört, um ohne uns was zu tun. Fertig? Ja. Effini, du spürst keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Maramax, leg die Hände auf die Wunde. Öffne den Schnitt. Gib mir noch mal das Messer. Hier. Ich schneide noch mal. Vorsichtig an den Beinen. Ja, gut. Komm schon. Ach, ganz schön schwer. Ach, er ist gesund. Du hast einen Sohn. Und er ist ganz schön schwer.